meinen Job weitermachen. Was machen Sie denn hier? Ich will meinen Job machen, aber jetzt geht's zu Pause. Was machen Sie jetzt? Geht's zu Pause. Entabata ist rier, Entabata! Da wird einem ja übel. So, Freunde, die Eskalation in Berlin-Neukölln gehen weiter. Mein Name ist J6, All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tja, laut den ganzen Demonstrationen, die die Palästinenser machen, gibt es immer wieder so Ausschreitungen mit der Polizei. Ja, genau, und das ist das große Problem halt. Egal wer provoziert, egal wer schuld ist, es gibt dann so gewisse Schlägereien mit Schlagstock, mit Spray, mit keine Ahnung. Kinder, die auf der Demo sind, werden auch besprüht und ja, ist klar, dass unsere Polizei in Berlin so ein bisschen unter aller Sau ist. Mein Gott, wenn da jemand Scheiße baut, dann nimmt die Erwachsenen ran. Oder aber hört doch auf, die Kinder zu besprühen, sowas. Gut, ich will nicht so viel erzählen. Das Gleiche kann man auch für die andere Seite sagen. Wenn ihr demonstriert, dann nehmt doch nicht eure Kinder mit, so weißt du, so, keine Ahnung, Neugeborene im Kinderwagen. Die Polizei versucht sich dann irgendwie durchzuschwängeln da, und dann sprüht sie die Leute an, und dann habe ich letztens so ein Video gesehen, Kinderwagen, einfach Kind kriegt so im Kinderwagen alles ab, so. Freunde, was ist das für eine Scheiße, die gerade auf der Welt passiert? Gut, ich würde sagen, ich zeige euch mal die ganzen Ausschnitte und dann quatschen wir uns hinterher nochmal dicht. Ich will meinen Job weitermachen. Was machen Sie denn hier? Ich will meinen Job machen, aber jetzt geht's zur Pause. Was machen Sie? Jetzt geht's Pause. Ja? Wovon denn Pause? Wie? Wovon denn Pause? Von mir aus. Ihr findet keine Demo, ihr findet keine Versammlungslage. Ja, das weiß ich. Ja, also, ich mache meine Befreiung. Dann brauchen Sie den Presseausweis nicht rausziehen einfach. Na doch, aber ja. Sie können auch mich nicht rausziehen. Nein, das hat gar keinen Zweck. Doch? Na doch. Habe ich Ihnen erklärt. Ja, aber ich will meinen Job machen. Nein, was für ein Job? Wie? Welchen Job gehen Sie denn hier jetzt nach? Beim Presseausweis. Ja? Ich will weiter teilen auf meine TikTok und meine Social Media. Ja. Ich habe einen Befreiungsjob. Ist das verboten jetzt? Was? Gas, oh, Gas. Wie? Was machen Sie denn hier? Was ist denn Ihr Job hier? Wovon wollen Sie denn berichten? Ist eine Versammlungslage statt? Nee, nein, oder? Nicht auf eine Versammlung, nein. Nein. Von der Gebäude, von der Baum aus. Sie befinden sich ganz offensichtlich. Nein, auf Tel Aviv. Ich will einen Mann erzählen. Wir brauchen Ihren Presseausweis nur dafür. Nein, auf Tel Aviv. Gerade eben ist nicht im Presseausweis. Nein, auf Almania. Gerade eben, ich habe Steuergeld bezahlt da. Dass ich meine Kaffee bezahlt, dass ihr auch euer Gehalt zahlt. Und dann nehme ich meinen Kaffee ganz in Ordnung. Vielen Dank. Die Polizei zahlt selber Steuern. Also bin ich mit diesem Mist. Ganz gerne. Ich will erstmal Kaffee trinken und dann weiter. Sie haben 3 Minuten Zeit. Aber Ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie haben die Öffentlichkeit zu verlassen. Sie geben das mit dem Kaffee jetzt als Vorwand aus. Ich gebe Ihnen 3 Minuten Zeit. Nach diesen 3 Minuten verlassen Sie die Örtlichkeit. Wenn nicht, wird nachgeholfen. Ganz einfach. Haben Sie verstanden, oder? Ich habe gerne. Kommen Sie mir nicht danach, damit, dass Sie nicht verstanden haben. Die gesamte Gruppe. Weil wir reden doch ganz normal und ich weiß, das ist alles in Ordnung. Da können Sie mir später gerne erzählen. Ich gebe Ihnen gerne meine Dienstnummer. Oh, tschüss. Bringt viel, ja? Im Nachhinein haben Sie immer Unrecht vor den Gerichten, aber das interessiert Sie ja nicht. Ja, ich sage nur Landgerichtsbescheid aus München. Lassen Sie ihn doch in Ruhe. Jetzt hören Sie auf, hier umzuschreien. Schreien Sie mich nicht an. Kriegen Sie von mir Platz und Sie gehen. Schreien Sie mich nicht an. Sie ist nur solidarisch mit einem Kind. Macht ihn nicht Angst, ja? Sie versucht das Kind zu unterstützen. Entabata ist rier, Entabata. Tja, ihr habt's gesehen, ne? Was für eine kranke Welt, wirklich abscheuliche Welt. Ja, die Ausschnitte habe ich überall von TikTok und Co. Danke nochmal an meinen Kollegen Juri aus Berlin, ein Deutsch-Russe, Russendeutscher, der mir halt Sachen zuschickt, mich informiert und mir die ganzen Links zuschickt. Ja, es sind eigentlich auch schon, so gesehen, Bürgerkriegsähnliche Zustände. Ja? Nur, dass eine Gruppierung gegen die Polizei halt kämpft. Wie gesagt, unter anderem auch sehr viele linksradikale, linke Gruppen, die sich vermummen und die ab und zu halt mal aufheizen, da rumschreien. Du siehst halt irgendwelche Deutsche, die da rumrennen und rumschreien. Ey! Und so, ja. Gibt ja auch so Fälle, wo die Polizei die gar nicht mal angefasst hat, ja. Also, gibt genug so, ja, die sich einen trinken oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das scheiße, klar. Krieg ist scheiße. Dass auf Leute, auf Zivilisten geschossen wird, ist scheiße.
Und klar, ja, die Palästinenser haben genauso ein Recht zu leben, in Freiheit zu leben, wie die Israelis auch bei sich. Ja. Also da bin ich immer sehr neutral und kann natürlich differenzieren. Die Leute, die es abbekommen, sind meistens die, die nichts dafür können. Ja, Kinder, alte Menschen. Und das ist eine sehr, sehr traurige Sache. Ich glaube, in Berlin, ich bin jetzt knapp am Wochenende wieder zurück in Berlin. Und da werde ich ja auch bestimmt sehr viel mitbekommen. Ich muss am Wochenende wieder zurück, weil meine Sachen hier enden. Ich habe noch ein bisschen was in Frankfurt, aber ich bin so spätestens Samstag, Sonntag bin ich wieder in Berlin. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Vielleicht schaffe ich das doch nicht, da kommt wieder was Neues dazwischen, weil ich habe jetzt immer sehr, sehr viele Placements, die dazukommen. Jeden Tag ruft jemand an oder schreibt mir auf Instagram, ja, und sagt, hey, du bist gerade hier in Würzburg, hey, du bist gerade hier in Bayern, hey, du bist gerade hier. Komm mal nach Frankfurt, das sind 2 Stunden entfernt von Würzburg. Ist nicht so weit entfernt, komm vorbei. Und ich nehme es natürlich an, ne? Man muss ja auch ein bisschen was, man muss auch ein bisschen gucken, wo man bleibt, ne? Ja, ich glaube, in Berlin die Ausschreitung wird aber auch so schnell nicht vorbeigehen, ja? Solange der Konflikt im Nahosten ist. Es ist traurig, was aus dieser Welt geschieht. Es ist traurig, was in Deutschland passiert. Und es ist traurig, dass sehr, sehr viele Menschen weggucken, ja? Wie gesagt, Palästinenser sind auch nur Menschen, ja? Das hat absolut nichts mehr mit Religion, mit Zusammenhalt oder sonst was zu tun. Ich zum Beispiel bin kein gläubiger Moslem. Aber ich spreche das trotzdem an. Ich spreche das an, weil da Kinder draufgehen. Das ist schon Absturz. Auf der anderen Seite genauso. Irgendwelche Menschen nehmen irgendwelche Geiseln fest. Was soll das? Lass die Israeli-Familien und die Kinder frei. Freunde, ihr seht, das ist ein heikles Thema. Wie gesagt, meinerseits ist es immer so, meine Meinung, beide sind schuld. Keiner ist schuld, mehr oder weniger. Und keiner hat recht, mehr oder weniger. Beide sind auf demselben Level, beide haben Schuld, beide müssen sich jetzt irgendwie klarkommen. Da muss irgendwie Waffenstillstand kommen oder sonstiges. Ansonsten gibt es auch Bürgerkriege europaweit und das wollen wir alle nicht. Wir wollen hier in Ruhe und Frieden leben. Und die deutsche Politik, was macht sie schon? Nichts. Also was soll die deutsche Politik auch machen? An sich auch. Die deutsche Polizei ist natürlich auch dementsprechend vielen Gefahren ausgesetzt und ja, gut, sehr viele Polizisten unter ihnen provozieren selber und ja, nicht alle Polizisten sind ganz sauber in der Birne, ja, das wissen wir auch schon, habe ich auch oft genug erklärt, ja, und erwähnt auch, ja, ich weiß auf jeden Fall nicht, wie es weitergehen soll, ich werde euch auf den Laufenden halten, ich werde da hingehen, aber was heißt da hingehen, ich werde wieder in Berlin sein und werde diese Demos mal näher beobachten, ja. Und wenn es so Ausschreitungen gibt, werde ich natürlich berichten, live und direct. Sofort hochladen am selben Tag. So gut, so schnell ich bin. Und wie gesagt, gewalttätige Sachen werde ich natürlich nicht zeigen. Immer wenn es so ultra gewalttätige Szenen gibt, werde ich sie verpixeln. Ja. Wir schauen auch Kinder zu, ja. Zur Sicherheit, zu Schutz der Jugendlichen auch. Ja, die Welt geht rund. Es passiert viel zu viel Scheiße. Jetzt in Berlin. Wie gesagt, diese bürgerkriegsähnliche Zustände. Ich kann kaum reden. Ich bin schon müde. Wir haben es jetzt. Ich arbeite halt für euch gerade hier. 3:30 Uhr morgens. 3:30 Uhr morgens und ja. Das war's meinerseits wieder. Nochmal ein bisschen frische Informationen, obwohl ich nicht in Berlin bin, kriege ich das trotzdem mit. Up to date für euch. Und ja, ganz wichtig, wenn euch das Ganze hier gefällt, abonniert bitte meinen Kanal. Es wurde ein doch recht politischer Kanal jetzt so langsam, ne? Ja, was soll ich dazu sagen, Fräulein? Es gibt ja auch nichts mehr zu lachen. Deswegen keine Unterhaltung und Food-Videos hier auf YouTube, ja? Weil es gibt nichts mehr zu lachen, Freunde. Das war's meinerseits. Mein Name ist J6, All in the Mix. Bis zum nächsten Video. Ich lese mir alle Kommentare durch.